mir hat nicht einmal schon die Heut von mir geschunden, dem Morgen von mir ausgesäuden, gelost in heule Wunden. Nor auskortschen die Wurzeln mir hat keiner nicht gekannt. Und oto wir seht mich, leb ich auf der Welt. Ahoi, Herr Bäum, a schöner Bäum, a starker Bäum. Wort und Nigen. Ruth Levin erzählt wegen jüdische kulturelle Tours, Schreibers, Komponisten, Singers. Oh.
Shalom Aleichem, teure Zuhörer. Wir haben nun gehoben unsere Audizie mit dem Lied von Schicke Dries und Rivke Bojarski, Wieglied dem Babi Yar, in der Ausführung von der größeren jüdischen Sängerin Nechama Lifschitz, Olea Sholom. Die Woche merken wir ab ihrer ersten Jahrzeit. Millionen sowjetische Jiden sind ihr schuldig vor dem Pintelejid, wo sie hat reingepflanzt, sie aufgeweckt auf das Nei in seren Schomes. Covid ihr lichtigen Undenk. Nechama Lifschitz hat in Meschach von 3 Jahren aufgetreten in Konzerten in einem mit meinen Taten, dem jüdischen Wortkünstler Leibu Levin. Zwischen anderen jüdischen Künstlern, Dichtern und Musikern, was haben Alpines geblieben Leben noch die schrecklichere Tiefes und Gseres gegen Jiden in dem Sowjetenverband, hat sie euch gestanden bei mein Wiegele in Moskwe. Ich gedenke, wie hab sie wie ein Kind gehört singen in einem größten Saal von der Moskwer Konservatorie. Der Saal ist gewinn übergefüllt. Menschen sind gesessen auf dem Deal, gestanden auf was ist nur gewinn ein freistickel Ort. Ich bin gestanden hinter Remetzes Plätzes und noch selten gekannt ein Kuckton auf der Biene, wo ein kleinchen Freu mit einem wunderschönen, leidenschaftlichen Chor hat gesungen, hoben mir ein Nigendl, Freitag auf der Nacht und andere jüdische Lieder. Bis heint gedenke ich dem gewaltigen Gefühl, ein Gemisch von Stolz, Pein und Freude, was hat mich damals dann gefühlt. Bis sie der Zähne und am meisten von 3 Prima.
Nechama Liefschitz, Freitag auf der Nacht von Nochem Sternheim. Beim Klavier Jelena Golubkova. Nechama Liefschitz ist weg in der Ewigkeit in Tel Aviv, Kof Hei Nissen, a Tag vor ein Erf und Denktag von Churben und Gwure. Wir merken ob dem Undenktag noch Pesachzeit. Lesecher dem Aufstand in Warschauer Ghetto, was ist ausgebrochen Erev Pesach Tashag. Und läuten allgemeinem Kalendar dem 19. April 1943. Lomir hören das Lied von Mordechai Gebürtig, Es brennt, in der Ausführung von Nechama Liefschitz und der Orchestre unter der Leitung von Yitzchok Graziani. Nechama ist Eule gewesen im Jahr 1969 und das ist gewesen ihr erster Konzert in Israel, in dem Saal von Tel Aviver Kulturpalatz, vor einem Neulem von Anerich 3000 Menschen. Nechama Liefschitz hat gesungen Mordechai Gebürtigs Es brennt.
Die Schmues wegen dem Aufstand in dem Warschauer Ghetto haben ermutigt und stimuliert, euch andere Ghettos und Lagern unter der nazischen Okkupation zu stellen auf physischen Widerstand. Nicht der losen, als die deutsche Mörder sollen führen die Jiden zu die Gräber wie Schof zu der Schiete. Der dosiger Widerstand hat demonstriert vor der ganzen Welt die Heldigkeit von den Jiden, sein Warschauer Ghetto und seien die anderen Ghettos und Konzentrationslagern. Die Gewure von den Partisanen in die Wälder und von den jüdischen Söldner und Offizieren in die alliierte Armeen auf die Fronten von der ganzen Europa. Und wir wollen verendigen unsere Odyssee likowit dem Ondenktog von Churben und Gewure und dem Jahrzeit von Nechama Lifschitz mit noch ein Churbenlied in ihrer Ausführung. Euch das Lied hat sie gesungen in dem Tag von ihr Triumph auf ihr ersten Konzert in Israel. Seid gesund, deine Zuhörer, und vergesst nicht. Und das ist die heutige Programm von unserem kulturellen Kalender. Seid gesund von Jerusalem. Ein schöner Baum, ein starker Baum. Jodher gehört ein originelles Programm von Radio Yiddish Potus. Ihr könnt gefinnen die frierdige Odysseus und andere Programme von unserem Radio auf Podcast. Klappt noch Radio Yiddish Potus in dem Suchfenster von eurer Podcast-Besorger und ihr werdet sehen alle benimmste Odysseus. Yiddish Potus ist eine unabhängige kulturelle Organisation, was rechnet sich nur auf der Stütze von ihren Mitgliedern und Edovanim. Ihr könnt euch helfen verspreiten unserer Kultur. Geht über zu unser Webort www.yiddishpotus.org www.yiddishpotus.org. Dort wird ihr sehen, wie er soll das zu tun und eine Sache was zu lehnen.
Hotta Noe.